Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein DIY, diesmal ein Biotanes-Set und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Was ihr dafür braucht, ist einmal Biotane. Ich habe 2,5 cm genommen an Biotane in der Breite. Eine Lochzange, da empfehle ich euch eine mit Hebelübersetzung. Ich habe da so eine ganz einfache, aber mit der ist es wirklich ein Horror, Löcher reinzubekommen. Dann ein Messer. Nehmt bitte lieber einen Schlitzschraubenzieher. Ich hatte aber gerade keinen zur Hand. Nehmt euch bitte kein Beispiel an mir. Und natürlich eine Schere. Für das Halsband braucht ihr eine Stegschnalle. Achtet dabei darauf, dass es genauso breit ist wie eure Biotane. Zwei Buchschrauben und ein D-Ring. Ebenfalls solltet ihr darauf achten, dass es genauso breit ist. Zum Anfang würde ich euch empfehlen, dass ihr die Biotane erstmal gar nicht zuschneidet. Ich habe sie hier schon zugeschnitten, weil ich habe das ganze Set einfach nochmal aufgemacht, dass ich euch das alles zeigen kann. Aber ich würde erstmal, ich habe 4 Meter bestellt, die erstmal in der Länge lassen. So, nun fangen wir mit der einen Seite an. Das ist nachher die andere Seite, wo ihr quasi einstellen könnt, wie lang das Halsband sein soll. Aber an der anderen Seite kommt jetzt die Stegschnalle und der D-Ring ran. Und da solltet ihr einmal eine Seite überklappen und 4 Löcher mit der Lochzange stanzen. Jeweils, dass 2 immer übereinander liegen, wo ihr nachher die Buchschraube reinbekommt. Dann, wenn ihr das getan habt, könnt ihr die Stegschnalle auffädeln. Dann auch noch unbedingt den D-Ring auffädeln, denn der kommt zwischen den beiden Löchern hin. Und dann könnt ihr alles mit Buchschrauben versehen und schon ist euer Halsband fertig. Für die Leine braucht ihr ein Stück Biotane, 6 Buchschrauben, einen D-Ring, einen O-Ring und 2 Scherenkarabiner. Ich habe hier leider die falschen Scherenkarabiner, denn sie sind nicht 2,5 cm breit, aber da habe ich ein wenig improvisiert und das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich die Biotane auf der Seite, wo ich sie umklappen muss, auf die Breite des Scherenkarabiners gekürzt. Wenn ihr allerdings gleich einen Scherenkarabiner mit 2,5 mm euch holt, braucht ihr das an dieser Stelle nicht mehr tun. Ich hatte bloß schon diese Scherenkarabiner zu Hause und wollte sie trotzdem dafür verwenden. Dann habe ich wieder 4 Löcher in die Biotane mit der Lochstanze gemacht und Buchschrauben eingefädelt und zusammengeschraubt. Nun kommen wir auch schon zu dem D-Ring für die Handschlaufe und da braucht ihr dieses zusätzliche Stück Biotane, schneidet euch das einfach zu, macht wieder 4 Löcher in die Biotane, fädelt den D-Ring auf, nehmt euch 2 Buchschrauben und schraubt sie zusammen.
Nun kommen wir zum anderen Ende, und zwar dem Ende, wo ihr den Hund dran befestigt. Da habe ich es auch wieder so eingekürzt, 4 Löcher gemacht. Und dieses Mal fädelt ihr nicht wie im Video zuerst den Ring, sondern zuerst den Scherenkarabiner und dann den Ring auf. Und dann habt ihr eine zweite Verstellmöglichkeit und könnt den Hund kurz nehmen. Ja, das macht ihr auch wieder alles mit Buchschrauben viermal fest, also 4 Löcher, A2 Buchschrauben. Und schon ist eure Leine wieder fertig und diese könnt ihr dann zweimal verstellen. So, das war dann das DIY zum Biotane-Set. Ich hoffe, euch hat das DIY gefallen und lasst doch so wie immer eine Bewertung da. Darüber würden wir uns riesig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!